Ew. Und wenn's der Mörder ist? Oh, wahr. Alle sitzen daheim in ihren Häusern. Nur wir suchen wie Trottle. Zumindest in der Nacht nach dem saublöden Kameraden kommen. Könnte ich gerade meinen, du verlierst nie etwas. Dann verliere ich einmal etwas und ich weiss sogar noch wo. Und schon ist der Deko so blöd. Nicht nur der Deko ist so blöd, auch der, der den so blöden Deko verloren hat, ist nie unbedingt. Lass jetzt sehen, immerhin bin ich Detektiv für das ganze Tag. Mörderin? Nein. Nun brat mir doch in einen Storch. Da glaubt man mal, sind Bayern JWD und was treffe ich? Zwei richtige Österreicher, wa? Du, ich glaub, die Mörderin meint das. Mörderin? Ich höre hier gerade nur Mörderin. Das verbitte ich mir aber, Jutes, da, wa? Wieselflink. Walli Wieselflink ist mein Name. Wiesli, ma. Ich bin Reporterin. Ich recherchiere für das Abendblatt. Hab gehört, ihr habt hier einen Skandal. Oh, mit Mord und Totschlag. Was? Sie sind also nicht die Mörderin? Also alle verdrecht ist, gute Frau, wa? Ich bin Reporterin. Ich bin auf der Suche nach einer guten Story. Wir haben ein riesen Sommerloch, das gestopft werden will. Man erzählte mir, es gäbe hier nen Skandal mit einem Mord. Jawohl, dem ist so. Doch wir wissen nicht, weil wir sind nicht vor diesem Mord. Der ist fantastisch, dann sind sie objektiv. Können wir sagen, was hier geschah? Seit Beutage sind wir hier vor Ort. Es ist bekannt, wer das Opfer war. Sensationell, sensationell. Ich rieche die Druckschrift schon. Wie jedes weiter, das reicht mir schon. Dieser Pfeifer wurde erschossen in Bikini, im Sonnenbad. Im Fall touristisch ist es Fiasko. Wer war der Mörder? Wo längst der Tod? Sensationell! Sensationell! Ich rieche die Druckschrift schon. Sensationell, 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 sensationell. Viel mehr braucht nicht zur Sensation. Erzähl nur die Fakten, Fakten. Der Rest von den und zu den Akten. Such mir die Sensationen, wo sich wirklich lohnen. Zu den Achten, suchen die Sensationen, wo sie sich
Also, Opfer, Giselle von Pfeiffer. Hammer. Sie war rein. Sie hat ja ein Riesenschloss. Da ist ein bisschen Bürgermeister. Also, der Badeanstalt. Gut, jetzt. Das ist mir Schnurzpiepe, weißt du? Also, was haben wir? Der Mörder wird noch gesucht, haben Sie gesagt. Und genau da geht es weiter. Wir haben ja sehr engen Kontakt zum Bürgermeister. Ich bin ja persönlich dabei gewesen, als er den Erwägungsschritt vorgemacht. Wie gesagt, war er schon am Tag vorher im Bikini. Also ich habe mit meiner Kamera ganz im Detail. Urs, also weisch. Ich persönlich, ja der Minik, dass aufgrund von den Vorkommnissen Badkleider in der Party durch irgendeinen Paragraph obligatorisch werde. Das ist jetzt gut gesehen. Sie verstehen mich schon, oder? Na, Logik verstehe ich. Sie, Frau Veronika Büslimon von Büslimon Reise International. International? Ganz meine Rede, jüdische Frau Büslimon. Na, logisch habe ich dir verstanden. Aber, ach, das ist doch. Also, in dem Fall ist das doch. Sie sagten dann Paragraphen, wa? Ja, so zu sein. Im Gedenken an Giselle von Pfeiffer, wa? Ja, also, wenn Sie das ja... Sensationell! Also, ich fasse nochmal zusammen. Das kleine Nest, Kleinwilksstadthausen, kriegt einen neuen Paragraphen, in dem salopp gesagt drinne steht. Hast du kein Bikini, bleibst du mal daheim, wa? Super. Excuse. Urs, hast du sie verstanden? Nein, aber ich glaube, sie versteht uns. Allein aus Neutralitätsgründen sollten wir jetzt schauen, dass wir nicht blöd dastehen. Dann haben wir also verstanden, was sie gesagt hat. Iu. Und hat das, was wir verstanden haben, auch gestimmt? Ja, wenn wir sagen, wir haben sie nicht verstanden, dann schnurrt sie gern wieder und wir verstehen gern wieder nichts. Dann stimmen wir also mit einem neutralen Kopfnicken zu. Gut. Eins, zwei, drei. Sensationell! Tja, damit ist meine Arbeit ja auch schon getan, wa? Also, dann bedanke ich mich mal recht herzlich. Danke. Danke. Ups, die Deko! Oh, mein Deko! Nein, der Deko! Der da am Boden! Der Deko! Oh, wirklich! Dann haben wir ja gefunden, was wir gesucht haben. Fräulein Wieselflink, alles erdenklich Gute mit ihrer Geschichte. Da wird einschlagen wie eine Bombe, wa? Ade, Ade. Ade. Hat mich gefreut, wa? Ich sehe schon die Schlagzeile. Skandal! Doppelpunkt. Bikini-Pflicht in Badeanstalt.